Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an echte Aufträge von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Die Ostschweizer Fachhochschule, kurz Ost, vereint die 3 Fachhochschulen von St. Gallen, Rapperswil und Bux. Über 5'000 Studierende absolvieren hier ihre Aus- oder Weiterbildungen. Aber wie gefragt sind die Abgänger nachher in der Ostschweizer Arbeitswelt? Ost hat vermutet, dass es zwischen den BWL-Studierenden und den Industrieunternehmen Differenzen gibt und hat uns mit einer Marktforschung beauftragt, das zu untersuchen. Dort haben wir einerseits Bedürfnisse und Anforderungen von Industrieunternehmen an BWL-Studierende angeschaut, aber auch umgekehrt und haben auch untersucht, was die produzierende Industrie von sich selbst für ein Bild hat und wie es die BWL-Studierenden sehen. Das Projektteam hat im Auftrag vom Departement Wirtschaft von der Ost 33 Industrieunternehmen befragt. Zusätzlich haben sie alle Wirtschaftsstudierenden von der Ost mit einer Online-Umfrage kontaktiert. Die Kommilitonen haben aber am Anfang nur zögerlich Rückmeldung gegeben. Wir sind am Anfang davon ausgegangen, dass wir bei der Befragung der BWL-Studierenden einen höheren Rücklauf erzielen. Es ist dann aber nur langsam vorwärts gegangen und dann haben wir eine Nachfassaktion gestartet. Und dank derer hat es sich dann auch wirklich gelohnt und wir haben eben den Rücklauf von 33% erreichen können. 33%, das sind Antworten von über 200 Studierenden. Genug, dass das Team statistisch aussagekräftige Ergebnisse daraus ziehen können. Es war einiges erstaunlich tatsächlich bei den Ergebnissen. Auf der einen Seite ist tatsächlich so das Bild der Studierenden, das sie von sich selber haben, und das, was die Industrie von ihnen hat oder viele Industrieunternehmen, die befragt worden sind, doch recht unterschiedlich. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Und auf der anderen Seite ist das Image der Industrie eigentlich viel besser, als wir gedacht haben. Aber auf der anderen Seite auch eine recht große Unwissenheit bei den Studierenden da. Also es ist keine Nähe der Studierenden zur Industrie. Es ist wirklich sehr viel Unkenntnis. Konkret schätzen die Unternehmen die Kompetenz der Absolventen höher ein als die Studierenden selber. Umgekehrt bewertet die Unternehmen die Industrie selber aber auch positiver, als dass die Wirtschaftsstudierenden wahrnehmen. Um diese Informationslücke zu schliessen, hat das Team verschiedene Handlungsempfehlungen erarbeitet. Ein Beispiel für Handlungsempfehlungen für die Unternehmen ist, dass die Firmen selber an der Hochschule vorbeikommen, um Gastvorträge zu halten und somit auch das Interesse bei den Studierenden für die Branche zu wecken. Mit den Umfragen und Interviews hat das Projektteam für die Hochschule eine umfangreiche Datengrundlage können schaffen. Die Arbeit zeichnet vor allem aus, dass aufgrund der quantitativen Befragung und der qualitativen Befragung das Eigen- und Fremdbild der produzierenden Industrie ganz klar herausgearbeitet werden konnte. Die umfangreichen Daten aus der Studie wird Ost einsetzen, um ihr Angebot zu verbessern. Das Projektteam ist für den Young Leader Award 2022 nominiert. Von meiner Sicht aus haben wir es verdient zum Gewinnen, weil wir der Ost praxisneue Handlungsempfehlungen haben können unterbreiten und die auch zum Teil schnell umgesetzt werden können. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Die Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk.